Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown mit mir, dem gleich Daily Shop News und Combo Masteries hier aus dem wunderschönen Köln. Köller Love, Kamelle, jawohl. Hello. Bisschen falsche Zeit, aber macht nichts. Also, auf jeden Fall. Köln, wunderschöne Stadt, auch schon ein paar Mal dort gewesen. Ganz nice, wirklich toll. So, ja, da gehen wir doch mal hier rein in den Shop von heute. Was haben wir denn hier erstmal? Hier haben wir als allererstes, ja, den Mythic Quagmire in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Dann gehen wir da hinten rüber, schauen hier mal rein, was ist da? Nach wie vor Mythic Bob Pack. Die Leute, die den Bob noch nicht voll haben, holt ihn euch. Es lohnt sich wirklich. Also mega geil. Und das Pack ist auch ganz gut, muss ich sagen. So, dann hier immer noch die Paintings Box. Und die ist, ja, Fry's Painting, Mutilated Therapy Dolls, Arc Sketch, Trauriger Clown, McGriffin und Philip J. Fry. Die ist ganz nice. Die neuen Kunstkombos sind auf jeden Fall stärker als die alten. Bei den alten ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr sie fusen könnt oder quad-fusen. Irgendwie ist jetzt hier die Grafik bei mir weg. Dann gehen wir mal da rein. Was ist denn das? Das ist Opera Francine als erste Combo. Und das ist eine Francine. Und dann hast du hier das Witch-Kostüm. Francine Smith. Also, Opera Francine mit dem, also Francine Smith mit dem Witch-Kostüm. Was gibt's denn bei der Francine Smith hier so? Dr. Cahill. So, der Guidance Counselor. Sexpanticum, naja, ist auf jeden Fall nicht wirklich Becky. Oh Gott. Ja, die Kombos sind echt Schrott. Also, da ist sogar Opera Francine noch eine der stärksten Kombos jetzt hier, wenn wir das Ganze mal maxen würden. Aber, sorry. Also das ist schon krass, ne? Gemaxt, guckt euch das an hier. Das sind 58. 58 Schaden im First Hit, das habe ich so auch in der Form noch nicht gesehen. 58 Leben im First Hit. Angriff im First Hit. Wow. Das ist interessant. Also, wenn man da jetzt nochmal 10%, da wärst du bei 35 Punch und bei wahrscheinlich 28 oder 29. Huiuiui, da hättest du über 60. Aber das ist halt die einzige Kombo mit der Francine, die echt gut ist, ne? Und nur mit dem Witch-Kostüm. Und nur, wenn es gemaxt ist. Naja, ich glaube nicht, dass irgendjemand dafür 500 Gems ausgeben wird. Weil kaum einer spielt die Francine und dann 500 Gems sind echt teuer dafür. Also Cab Driver Brian ist die nächste Combo, die wir uns anschauen. Cab Driver Brian, das ist der hier. Und das ist ein Brian mit, ja, hier mit Autokarten. Da haben wir das Golfball Escape und da kommt da rechts auf der Seite Burger raus, also heilen, Schild und Cheers. Keine 500 Gems wert. Definitiv nicht. Jetzt kommen wir aber zu einer. Und da ärgere ich mich jetzt tierisch, dass das nicht reichen wird. Mir fehlen 200 Steine, um das Ding komplett auf Level 2 zu bekommen. Sehr, sehr ärgerlich, weil Bending Skullgrat ist mega, mega OP aktuell auch. Also ich werde sie mir auf jeden Fall. Wir gucken uns erstmal die Bending Skullgrat an, warum die so krank ist. Also Bending Skullgrat kriegst du vieles mit klein. Schauen wir mal da rein. Was macht denn Bending Skullgrat?
ersten Bände. Dann hast du dazu eine Schulekarte. Und wenn wir das jetzt mal maxen, dann hast du hier Hijack und Craze und eine Mauer noch mit hinzu. Also, bedeutet hier, wenn du tatsächlich eine andere Karte hast mit Craze, du machst sie durch den Hijack, machst du sie kaputt und deine eigene Karte wird viel, viel stärker noch. Und jetzt hier in dieser Mythic Neil Goldman Version, was ist denn, oh mein Gott, wenn ich mir überlege, jetzt Mythic Bender mit Mythic Neil Goldman, was kommt denn da überhaupt raus, wenn das Ding gemaxt wäre? Alter Vater, was, ey, leckst du mich am Urschi? Am Urschi! Das ist dann schon richtig krass, ja. Also hier, Leute, wenn ihr einen Bänder habt, ne, und Schulekarten, dann. Aber es müssen hier, also es geht nur mit diesen. Also es geht mit Quark Preschool, Groff Community College, Henry, Hey Betty Bater, Professor Lerner, Dr. Banjo, Principal Shepard, Professor Baxter, Mr. Front und die Wozniak Nerd Academy. Das sind natürlich 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Kombo-Möglichkeiten. Und das ist schon mo mega monströs, sensationell viel. Ich werde mir den jetzt holen. Leider wird es jetzt nicht reichen, um das Ding komplett auf Level 3 zu bekommen. Auf Level 2 zu bekommen. Ich den jetzt noch hole. Ich müsste dann, also jetzt 1500. Ja, bringt nichts. Ich habe extra noch mal geguckt, ob ich noch irgendwo Steine herkriegen kann. Keine Chance. Da fehlen mir jetzt 200. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und jetzt 1500 hier zu verbraten. Wobei, dann würde ich halt beim nächsten Mal nur noch 1000 brauchen. Ne? Hätte immer noch 1800 übrig. Machen wir. Ich hole noch einmal. Dann brauche ich das nächste Mal nämlich nur 1000 zu haben. Nicht, dass ich dann irgendwie aus irgendeinem Grund das versemmle, weil der ist wirklich mega. Das ist eine Mega-Kombo, kann ich euch echt nur empfehlen. Dann haben wir hier auf der rechten Seite jetzt noch eine Kombo. Das ist hier. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Was mache ich denn gerade? Ich treffe es nicht. So. Das ist hier der Drunk Zoidberg. Dann schauen wir uns den an. Drunk Zoidberg. Ist dieser da? Mit einem Zoidberg und mit Drunk-Karten. Da hast du eine Mauer und dann hast du Cripple. Die ist jetzt auch nicht so. Die ist schon gut, aber ist jetzt nicht so mega. Ja. Gibt es beim Zoidberg deutlich viel stärkere. Aber ja. Also wenn es euch, also heute der absolute Winner ist Bending Skullgrat Monster Combo. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.